mein Name ist Thorsten Kehl, ich bin Geschäftsführer der Märkischen Kliniken. Die Kinder und Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens in Brügge haben uns ein tolles Geschenk gemacht. Es ist was ganz Besonderes, daran werden wir uns sicher lange erinnern. Vielen Dank, liebe Kinder, liebe Erzieherinnen, für das tolle Geschenk, das ihr mit uns geteilt habt und das wir gerne annehmen. Dazu haben die Kinder mir einen Brief geschrieben, den ich an der Stelle gerne vorlesen möchte. Und der Brief geht so. Sehr geehrter Klinikdirektor, das bin ich, als wir von einer Seelsorgerin der Krankenhausseelsorge erfahren haben, dass die Patienten auf der Corona-Station sehr einsam sind, hatten wir als evangelischer Kindergarten eine Idee. Wir haben eine Geschichte erfunden, wo jedes Kindergartenkind mit seiner ganz individuellen Persönlichkeit vorkommt. Corona geht auch am Kindergarten nicht vorbei. Gerade in schwierigen Zeiten möchten Kinder etwas tun. Etwas Gutes tun und Freudenstifter sein. Freudenstifter und Lichtbringer für Menschen, die betroffen und einsam sind. So haben unsere Kinder für ihre Patienten auf der Corona-Station Herzen gebastelt. Unsere Kinder haben sich viel Mühe gegeben und würden sich freuen, wenn sie die Herzen verteilen würden und vielleicht dem einen oder anderen die Geschichte vorlesen. Das sind die Herzen. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Liebe, Weisheit und Gottes Segen, ganz besonders für all die Anforderungen, die das böse Virus mit sich bringt. Liebe Grüße von allen Kindern und Erzieherinnen aus dem evangelischen Kindergarten Brügge. Ich bin echt beeindruckt, was die Kinder zustande gebracht haben, mit wie viel Liebe und mit wie viel Eifer sie diese Herzen gebastelt haben, die sicher ein Trost sind für den ein oder anderen Patienten, den wir hier behandeln, so viel kann ich sagen. Ich möchte euch an dieser Stelle noch einmal danken. Das ist ganz toll, was ihr gemacht habt. Das unterstützt uns sehr. Macht so weiter. Habt viele weitere tolle Ideen, um durch diese Zeit zu kommen. Ich will euch ganz herzlich grüßen und all diese Geschenke nehme ich nicht nur so an, sondern ich möchte auch etwas zurückgeben. Und dafür haben wir uns eine Überraschung überlegt. Die ist so ein bisschen in der Geschichte, in der langen Geschichte, die ihr geschrieben habt, für uns auch enthalten. Es geht um Überraschungseier, so eins wie dieses hier. Und wenn ich Zeit habe, in dieser schwierigen Phase, sobald es möglich ist, komme ich gerne vorbei und überreiche euch diese Eier auch persönlich. Herzlichen Dank nochmal, und ich hoffe, wir sehen uns bald.